Mitte Europas im Wandel der Zeit. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als Deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an die Geschichte der Deutschen. Für die Revolution! Für die Demokratie! Für die Republik! Die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts wirft die soziale Frage auf. Er gibt radikale Antworten. Der deutsche Philosoph Karl Marx. Seine Vision einer klassenlosen Gesellschaft macht den streitbaren Draufgänger zum einflussreichsten Deutschen der Moderne. Seine Ideen verändern die Welt, wenn auch nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. Es ist eine hochexplosive Zeit im März 1848. Revolution geht um in Europa, auch in Belgien. Da gilt ein rebellischer Emigrant wie Karl Marx schnell als Unruhestifter. Wir dürfen das. Wo ist der? Was ist hier los? Monsieur Marx, darf ich bitten? Zwei Mann in jedes Zimmer. Wir nehmen alles mit. Meine Papiere! Bitte, lassen Sie keine Papiere. Meine Papiere sind vollkommen in Ordnung. Das wird sich herausstellen. Darf ich Sie jetzt bitten, mich auf die Präfektur zu begleiten? Bitte machen Sie keine Schwierigkeiten. Alle, Monsieur. Die Preußen haben Sie wohl geschickt. Wir haben eine Aufenthaltsgenehmigung und wir haben Kinder. Macht euch keine Sorgen. Der Papa ist bald wieder da. Komm, ihr müsst jetzt ganz brav sein. Der Papa kommt ja wieder. Geh jetzt gleich los, Jenny. Du weißt zu wem. Sag tapfer, Jenny. Kommen Sie jetzt. Ich liebe dich. Unter dem Vorwand ungültiger Papiere wird der staatenlose Publizist ins Brüsseler Rathaus abgeführt. Dort offenbart sich der wahre Grund. Karl Marx wird verdächtigt als Rädelsführer der Revolution gegen die Monarchie. Sie haben ein Vermögen von 6.000 Francs von Ihrem Vater geerbt. Was ist mit dem Geld? Was soll damit sein? Sie haben damit die Waffen der Aufrührer bezahlt. Das ist doch absurd. Setzen Sie sich wieder. Ich bin kein Putschist. Ich bin Philosoph. Also bitte. Die Revolution kommt auch ohne meine Notgroschen. Das ist wie ein Naturgesetz. Meinen Sie damit das hier? Das kommunistische Manifest von Karl Marx. In jenen Tagen frisch gedruckt, wird es seine historische Sprengkraft erst viel später entfalten. Kein Deutscher seit Luther hat eine so weitreichende Wirkung. Proletarier aller Länder! Vereinigt euch! Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur. Sie ist das Opium des Volkes. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Karl Marx wird zum Schreckgespenst und zur Ikone. Er deutet die Welt und ihre Zukunft neu. Zu Lebzeiten aber findet er kein Glück für sich und seine Familie. Hähnchen, hol schnell den Arzt. So auch im Londoner Exil, wo der politisch Verfolgte seine zweite Lebenshälfte verbringt. Der 8-jährige Edgar, Musch, wie der Vater sein Lieblingskind nennt, hat sich eine Lungenentzündung zugezogen. Ist ja gut. Es wird ja alles wieder gut. Am Morgen des Karfreitag 1855 stirbt er. Mir selbst blutet das Herz und brennt der Kopf.
Der arme Musch ist nicht mehr. Er entschlief in meinen Armen. So beschreibt Karl Marx diesen Tiefpunkt im Emigrantenmilieu von London. Karl Marx gilt als Künder einer besseren Welt. Doch seine eigenen Kinder wachsen, wie viele andere, im Flüchtlingselend auf. In 5 Jahren verliert das Ehepaar 3 seiner 6 Kinder. So weit muss es mit uns kommen. Mein Gott, wie soll es nur weitergehen? Es muss ja auch immer alles bis zum Äußersten gehen. Sich zu fügen war seine Sache nie. Schon als junger Student in Bonn weicht Marx keinem Frontalangriff aus. Halt! Wer siegen will, sollte seine Waffe nicht verlieren. Seine Ehre verficht der Burschenschaftler auch mit dem Säbel. Er raset voller Wut, als wollte er packen das weite Himmelszelt und zu der Erde ziehen. So dichtet ein Freund ihm nach. Halt! Burschenschaften, damals Verfechter demokratischen Fortschritts, streiten auch gern. Karl wird einmal wegen einer verbotenen Waffe aktenkundig. Er ist ein Kind seiner Zeit, der Romantik. Der lebenslustige Student befasst sich viel lieber mit Liebe, Lyrik und Philosophie als mit der väterlich vorbestimmten Juristenlaufbahn. Glücklich ist fürwahr der Staat, der solche Bürger hat. Der solche Bürger hat. Lambert! Ausgerechnet du und Bürger, du bewegst dich doch jetzt auf Adelsschwingen. Behalt's für dich. Aber sei unbesorgt. Das Einzige, was uns wirklich adelt, ist doch die Bildung. Oder die Einbildung, mein Freund. Die heimliche Verlobte ist eine Adlige. Jenny von Westphalen und Marx selbst haben sich sicher von Jugend an als füreinander bestimmt empfunden. Aber Jenny war mehrere Jahre älter als er. Es war die Unterschiedlichkeit des Herkommens, preußisch-protestantische Familie, jüdische Familie. Und es war die Tatsache, dass Marx noch studierte und nichts verdiente. Und all diese Barrieren, das waren 3 sehr hohe, haben sie in einem Kraftakt überwunden, den man wirklich als symbolische revolutionäre Tat bezeichnen könnte. Karl Marx ist ein Spross der deutschen Provinz. Seine Heimat an der Mosel ist politisch und wirtschaftlich abgemeldet, seit statt Napoleon Preußen hier regiert. Im katholischen Trier wächst Karl in einem protestantischen Elternhaus jüdischer Herkunft heran. Seine Ahnen hießen noch Mordechai. Einige waren Rabbiner. Auf dem jüdischen Friedhof in Trier sind ihre Gräber. Doch Vater Heinrich, ein Anwalt, lässt die Familie nun preußisch korrekt taufen. Das Gymnasium weist dem Sohn im Geiste der Aufklärung den Bildungsweg. Wer nur für sich selber schafft, wird nie ein wahrhaft großer Mensch, schreibt der Abiturient. Kleinteiligkeit prägt die deutschen Lande vor Mitte des 19. Jahrhunderts. 38 Einzelstaaten sind im Deutschen Bund eher lose zusammengefügt, dominiert von den Vormächten Österreich und Preußen. Mit seinem Militär- und Beamtenapparat wird das aufstrebende Königreich zur Bastion gegen freiheitliche Ideen. ...1836 zieht Karl Marx in die preußische Hauptstadt. An der Humboldt-Universität will er Philosophie studieren. Doch die vorherrschende Lehrmeinung ist ihm bald zu eng. Er hält dagegen. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Ideen, Religionen, Staaten sind nichts weiter als Produkte ihres materiellen Bodens.
Marx interpretiert die Lehre eines berühmten Vordenkers um. Das große Bildungserlebnis für Marx in Berlin war die Philosophie Hegels. Vor allen Dingen durch eine Sicht auf die Weltgeschichte, die man vielleicht so charakterisieren kann: Die Geschichte ist das Werk der Menschen selbst. Die Welt bewegt sich in Widersprüchen. Und das Rätsel der Geschichte ist in dem Augenblick gelöst, wo alle von den Menschen selbst geschaffenen, sie aber beherrschenden Institutionen und Mächte abgeschafft sind und die Menschen die Welt beherrschen, anstatt von ihr beherrscht zu werden. Und so deutet er die Geschichte. Schon in der Antike erzeugte die Macht der Sklavenhalter Gegenkräfte, an denen sie zerbrach. Auf der nächsten Stufe der Fürstenherrschaft erzwingt der Gegensatz von Adel und Untertanen eine neue Gesellschaftsform. Die Herrschaft des Besitzbürgertums, der Bourgeoisie. Der Kapitalismus wiederum provoziert den Klassenkampf mit der Arbeiterschaft, dem Proletariat. Ihm, so Marx, gehört die Zukunft. Seine Zukunft liegt in Köln. Die werdende Industriestadt, damals zu Preußen gehörend, gönnt sich ein liberales Organ, die Rheinische Zeitung. Als deren Chefredakteur kämpft der Doktor der Philosophie gegen die rote Tinte der Zensur. Rein optisch ein Blutbad. Es tut mir leid. Hätte ja auch mal ein Satz so bleiben können, wie er gesetzt ist. Gleich. Den wahren Zündstoff hat der brave Herr Geheimrat in seinem Diensteifer völlig übersehen. Ein Hoch auf das preußische Zensurbeamtentum. Was mischst du dich auch in die Politik ein, Karlchen? Das ist doch halsbrecherisch. Das geht nicht gut. Ich bin's doch auch leid. Das ewige Schmiegen und Biegen, die Wortklauberei. Der Fortschritt ist nun mal ein störrischer Esel. Du aber auch. Prost. Bald wird die aufmüpfige Zeitung verboten. Marx sieht nur noch den Ausweg ins Exil. Zunächst nach Paris. Die Stadt der Revolutionen gilt damals als Oase der Freiheit. Hier geistern die radikalsten Ideen Europas durch die Cafés. Auch die der Kommunisten, der ersten Kommunisten. Eigentum ist Diebstahl. Gemeingut statt Privatbesitz sind ihre Parolen. Allein 80.000 Deutsche leben in Paris. Auch hier stets im Visier ihrer Polizei. So meldet ein Spitzel. In Paris beginnt sich eine neue Klasse von deutschen Schriftstellern, Künstlern und Handwerkern zu erheben, welche den Umsturz auf dem Wege sozialer Reformen herbeiführen wollen. An der Spitze dieser Partei stehen die Vertreter der Hegelschen Lehre, Marx und Engels. Friedrich Engels, Fabrikantensohn aus Barmen, kommt gerade aus Manchester, wo sein Vater eine Baumwollspinnerei betreibt. Dr. Marx? Herr Engels? Ja, guten Tag. Wir kennen uns doch zumindest. Die Begegnung mit Friedrich Engels in Paris 1844 muss sehr bemerkenswert gewesen sein, weil zwei junge Männer da aufeinander getroffen sind, die feststellen, dass sie in allem übereinstimmen. Es war Friedrich Engels, der Kaufmann, der Marx nahegebracht hat, was Marx nicht kannte, nämlich soziale Wirklichkeit und eine Anschaulichkeit der eigenen Erfahrung. Er hat dem Marx eine Wirklichkeit gezeigt. Wenn die Gesellschaft Hunderte von Proletariern vorzeitig ins Grab bringt, wissentlich, wenn sie Tausenden die nötigen Lebensbedingungen entzieht, so ist das Mord und nichts anderes. Sozialer Mord. Gegen den man sich nicht wehren kann, weil man den Mörder nicht sieht. Sogar die Kinder geraten schon in diese Maschinerie. Wer sich von klein auf jeden Tag 12 Stunden in der Fabrik abplagt, kaum mal in der Schulbank statt an der Werkbank sitzt, wie viel menschliche Gefühle und Fähigkeiten soll der noch in sein 30. Jahr hinüber retten? Sieht das denn keiner? Friedrich Engels kennt das Elend aus eigener Anschauung. Für das väterliche Textilwerk in der Nähe von Köln schuften Heimwerker und Fabrikarbeiter, um Hunger und Not auf dem Land zu entfliehen. Darunter auch Kinder, die Hauptleidtragenden der frühen Industriezeit.
Als Folge von Überbevölkerung, Missernten und Seuchen überlebt jedes vierte Neugeborene die Kindheit nicht. Gewinn aus der Fronarbeit zieht eine neue Schicht bürgerlicher Fabrikanten, wie Engels Vater. Für den strenggläubigen Pietisten zeigt sich Gottgefälligkeit auch im wirtschaftlichen Erfolg. Ein Kind mehr oder weniger verkommen zu lassen, bringt doch eine Pietistenseele nicht in die Hölle. Wie meinen alten Herrn, obwohl der alle Tage zweimal in die Kirche rennt. Genau, und die Arbeiter, indem sie seinen Reichtum vermehren, schmieden durch ihre Arbeit auch noch ihre eigenen Ketten und zahlen für ihre eigene Ausbeutung die Rechnung. Genau. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. C'est bon. Dabei sollte man nicht vergessen, das System als ein Ganzes zu betrachten. Sie sagen es, das System ist nur als Ganzes zu betrachten. Man nennt dieses Jahrzehnt oft die Hungry Forties, die hungrigen 40er Jahre. Es ist eine Zeit extremer materieller Not, einer der letzten Krisen der europäischen Agrargesellschaft. Es ist zugleich eine Zeit, in der es viele Aufstände, Hungeraufstände gab. Man denkt etwa auch an Weberaufstände in Deutschland. Und vor diesem Hintergrund entwickelt der junge Karl Marx seine politischen Ideen. Marx hält eine Revolution für unausweichlich. Sie wird eine Welt schaffen ohne Eigentum, ohne Entfremdung, ohne Klassen. In ihr kann der Mensch ganz nach seinen Bedürfnissen leben. Er kann morgens jagen, nachmittags fischen, abends Viehzucht betreiben, nach dem Essen kritisieren, wie er eben Lust hat. Ja, aber ohne jemals im Leben ein richtiger Jäger, Viehhirte, Fischer oder Kritiker gewesen zu sein. Einer wie du eben. Mit ihrer Theorie streben die Freunde nun in die politische Praxis. 1845 wird der provokante Autor auf Betreiben Preußens aus Paris vertrieben. Neues Asyl findet Marx mit seiner Familie in Brüssel. Hier sucht er Anschluss an Geheimbünde von Handwerkern und Arbeitern. Ihr umtriebigster Anführer ist der Schneider Wilhelm Weitling. Ein frühsozialistischer Wanderprediger, der, wie Engels lästert, ein Rezept zur Verwirklichung des Himmels auf Erden fertig in der Tasche trägt. Nein, nur so können wir ein irdisches Paradies errichten, in dem die Menschen sich nicht länger bekämpfen, sondern frei und gleich in Frieden als Brüder leben. Alle Menschen werden Brüder, Weitling. Es gibt viele Menschen, deren Bruder ich niemals sein will. Wir müssen den Arbeitern doch nur die Augen öffnen, dann werden sie sich schon selbst befreien. Mit ihren fantastischen Hoffnungen führen sie die Menschen in den Untergang, Weitling. Was Volk aufwiegelt. Ohne wissenschaftlich fundierte Erkenntnis. Das ist einfach Betrug. Ich habe im Kerker gesessen und habe mehr Brüder um unsere Fahne geschart als mancher der hier am Tisch versammelten Stubengelehrten. Weitling! Mit Wissenschaft erreicht er die Herzen der Arbeiter nicht. Niemals! Niemals hat Unwissenheit irgendjemandem genutzt! Einer der Anwesenden schreibt über Marx: Vor mir stand die Verkörperung eines demokratischen Diktators. Marx hatte, wie Hegel, die Vorstellung, er ist im Besitz des absoluten Wissens. So, das war sozusagen die Position, von der aus er auch anderen Leuten entgegengetreten ist. Er kannte den vergangenen und zukünftigen Verlauf der Geschichte. Doch die Geschichte ist eigenwillig. Sie folgt keinem Gesetz. Utopisten, Weltverbesserer und Gewaltherrscher aller Länder werden später ihre Schlüsse aus Marx' Schriften ziehen. Der Urheber eines Kommunismus mit wissenschaftlichem Anspruch ist sicher nicht dafür verantwortlich, was selbsternannte Erben daraus machen, wie sie mit Andersdenkenden umgehen. Aber steckt nicht schon im Ursprung ein Keim für späteren Missbrauch? Marx hatte die sehr vage Vorstellung einer klassenlosen Gesellschaft als Zukunftsperspektive, aber dass dieses Ganze eben eine innere Dialektik in sich birgt, die zu neuen diktatorischen und Zwangsverhältnissen führen kann, darüber hat er sich relativ wenig Gedanken gemacht. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Ja. Nach Weitlings Entmachtung führen Marx und Engels das Wort in der Politsekte,
die jetzt nach ihrem Vorschlag Bund der Kommunisten heißt. Und sie geben ihr ein Programm, das Manifest der Kommunistischen Partei. Nicht schlecht, ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Ja. Marx rühmt die Verdienste der Bourgeoisie für den Fortschritt gegen den Adel. Nun aber produziere sie ihre eigenen Totengräber. Die verarmten Massen würden sich gegen ihre Ausbeuter erheben, im Klassenkampf. Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Just als das Manifest erscheint, ist in Paris die Revolution da. Für Marx das erhoffte Signal. Durch das Schmettern des gallischen Hahns wird auch der deutsche Auferstehungstag verkündet werden. Mit Volldampf fegt die revolutionäre Kunde im Frühjahr 1848 durch Europa. Auch in den deutschen Landen gehen die Untertanen auf die Barrikaden. Nach Jahren der Lähmung wirken sie wie aus dem Dornröschenschlaf gerissen. Sie fordern Freiheit, Demokratie und ein geeintes Land. Der Druck der Straße zwingt Fürsten und Monarchen zu Rücktritten und Zugeständnissen. Im Mai 1848 beraten in der Frankfurter Paulskirche erstmals in der Geschichte frei gewählte Volksvertreter aus ganz Deutschland über Grundrechte und eine Verfassung. Allerdings ist in diesem Parlament keineswegs das Proletariat die herrschende Klasse, wie im Manifest verheißen. Unter den Abgeordneten sind gerade mal 4 Handwerker, kein Arbeiter. Die Zukunft braucht noch Zeit. Marx war der Ansicht, 1848 sollte zunächst mal das Feudalsystem in Deutschland abgeschafft werden. Es sollten bürgerliche, liberale Verhältnisse hergestellt werden. Es sollte also kurz gesagt das Industrie- und Bankkapital zur Herrschaft kommen. Alles der Reihe nach. Marx sieht die Umstände noch nicht reif für eine proletarische Revolution. Erst einmal soll das Bürgertum die alte Adelsmacht besiegen, damit es später selbst bezwungen werden kann. Vom Proletariat. Sieht doch ganz manierlich aus. Hier. Was in seiner neuen Rheinischen Zeitung in Köln setzt der Chefredakteur auf das Zweckbündnis mit den liberalen Bürgern. Das muss die Bourgeoisie ja in große Freude versetzen. Man kann sich seine Bundesgenossen nicht aussuchen, Engels. Kommunismus. Das ist doch noch das Schreckwort für die Bürger. Würde einer offen als Kommunist auftreten? Ich glaube, der würde gesteinigt werden. Es ist noch nicht die Zeit. Als im September 1848 in Köln Arbeiter rebellieren, verhängt die neue bürgerliche Regierung den Belagerungszustand. Jetzt drängen die Revolutionäre zum Aufstand gegen die Bourgeoisie. Nicht aber Marx. Bitte, jetzt nehmt doch endlich Vernunft an! Genossen! Man muss das doch bitte mal dialektisch sehen! Wenn ihr jetzt einen Aufstand anzettelt, dann erreicht ihr nicht die Emanzipation der Arbeiterklasse, sondern allenfalls ihren Niedergang. Was soll dieses Geschwafel? Jetzt ist aber Schluss mit eurem Dialektkram und diesem Theorie-Laber. Jetzt ist die Chance. Jetzt, jetzt, jetzt! Bürger! Bürger, jetzt hört doch mal zu! Bürger! Wenn nicht das gesamte Volk durch große Fragen in den Kampf gedrängt wird, dann ist ein Aufstand sinnlos. Komm, Jenny, wir gehen. Es ist alles gesagt. So ein Unsinn! Wenn die Revolution vorbei ist, brauchen wir nicht mehr auf die Barrikaden. Ist ja gut gesprochen. Doch auch die bürgerliche Revolution von 1848 erlebt ihre Götterdämmerung. Feuer! Von Wien ausgehend erobern die monarchischen Mächte ihre Vorherrschaft zurück. Der kurze Traum von Einheit, Recht und Freiheit ist verflogen. Nach Österreich und Preußen gewinnen auch in den deutschen Kleinstaaten die Fürsten wieder die Oberhand. Nur im Südwesten trotzen 1849 noch badische und pfälzische Revolutionsheere den preußischen Bundestruppen.
Marx und Engels reisen dorthin, um mit den verbliebenen Kräften die Demokratie noch zu retten. Vergeblich. Zu sehr sind die Freiheitskämpfer in Bedrängnis. Der militärisch geschulte Engels stürzt sich in den Abwehrkampf und beklagt sich bei seinem Philosophenfreund über das Versagen des Bürgertums. Da sieht man's wieder. Das Kämpfen überlassen diese liberalen Geldsäcke dann doch lieber der Plebs. Wenn's wirklich ums Ganze geht, kneift die Bourgeoisie. Na, du immerhin nicht. Du bist und bleibst eben ein Soldat, Fritz. Tief drin in deinem bourgeoisen Wams. Als Kommandeur einer Schützenkompanie schlägt sich der Geschäftsmann Wacker. Aber gegen die preußische Militärmacht sind die 600 Idealisten verloren. Es kommt drauf an, die Welt zu verändern. Ganz ohne Waffen geht das nicht, mein Freund, wie du weißt. Meine Waffe wird wohl die Schreibfeder bleiben. Damit treffe ich, glaube ich, besser. Gutes Gelingen, lieber Freund. Pass auf dich auf. Nachgeschlagener Schlacht flieht Friedrich Engels in die Schweiz. Im Juli 1849 wird die badische Festung Rastatt, die Fluchtburg der letzten 6000 Freiheitskämpfer, von preußischen Truppen eingenommen. Über 27 Revolutionäre wird das Todesurteil verhängt, für ihren Traum von Recht und Freiheit. Das Gewehr legt an! Gib vor! Damit ist das Ende der ersten deutschen Demokratie besiegelt. Und so liege ich nun da in meiner Kraft. Eine stolze Rebellenleiche. Auf der Lippe den Trotz und den zuckenden Hohn, in der Hand den blitzenden Degen. Noch im Sterben rufend, da hörst du's, Karl. Noch im Sterben rufend, die Rebellion. So bin ich mit Ehren erlegen. Mit einem Nachruf des Dichters Ferdinand Freiligrath hat die Neue Rheinische Zeitung verbotsbedingt ihr Erscheinen eingestellt. Die letzte Ausgabe hat Marx in roter Farbe drucken lassen. Liebe Genossen, wem ist das schon vergönnt, sein eigenes Begräbnis feiern zu können? Mit Rot ist jetzt wohl erstmal Schluss. Darauf erstmal Prost. Prost. Seiner Meinungsfreiheit beraubt, muss Marx seine Heimat von neuem verlassen. Diesmal für immer. London. Reichste, größte, freisinnigste Metropole ihrer Zeit. Die letzte Zuflucht für politische Emigranten in Europa. Marx findet für seine Familie nur ein karges Quartier im damaligen armen Viertel Soho. Sein Honorar als Korrespondent einer deutschen und der größten amerikanischen Zeitung reicht bei weitem nicht. Und so wandert fast die gesamte Habe ins Pfandhaus. Selbst Mäntel, Schuhe und Jennys ererbtes Tafelsilber. Das müsste 200 Pfund bringen. Und sag dem Pfandleiher bitte noch, dass wir alles wieder auslösen werden, sobald wir wieder flüssig sind. Ach nein, feins Liebchen. Bitte. Nicht den. Das ist eine Reliquie. Lieber verzichte ich die nächsten Wochen auf... Du hast leicht reden. Die Mädchen trauen sich nicht mehr aus dem Haus, weil sie keine richtigen Schuhe haben. Lenchen kann zusehen, was sie auf den Tisch bringt. Überall lassen wir anschreiben und ich muss mich tagtäglich verstellen und den Vermieter belügen, damit er uns nicht hinauswirft. Mach doch
noch ein einziges Mal die Augen auf. Jenny hat natürlich geklagt über die wirtschaftliche Bedrängnis, über die Unmöglichkeit, die Kinder medizinisch richtig zu versorgen. Sie hat ihrem Mann oft bittere Vorwürfe gemacht, dass er nicht imstande sei, seine Familie anständig zu ernähren. Aber letztendlich hat sie mit einer unerbittlichen, unerschütterlichen Treue zu ihrem unzuverlässigen Karl Marx gehalten. Sie hat wirklich an sein politisches Werk geglaubt. Zur schwersten Belastungsprobe für die Ehe wird die Schwangerschaft von Helene Demuth, der guten Seele im Haushalt. Jenny entgeht nicht, wer der Vater ist, ihr Ehemann. Für die Außenwelt übernimmt Engels die Vaterschaft. Es ist eine unglaubliche Lebenslüge, diese Vaterschaft auf Engels zu schieben, um die Ehe zu retten. Das muss man sich mal vorstellen. Selbst das hat Engels für seinen Freund auf sich genommen. Die Vaterschaft an diesem unehelichen Kind. Und nicht nur das. Kapital. Um die Not der Familie zu lindern, schickt Engels aus Manchester, wo er im väterlichen Zweigwerk arbeitet, regelmäßig Geld. Aus Furcht vor Diebstahl in halbierten Scheinen. Die Erträge aus dem Manchester-Kapitalismus sind die Rettung für den mittellosen Lebenskünstler Marx. Ohne die Subvention von Engels hätte Marx weite Teile seines Werks nicht fertigbringen können und auch Schwierigkeiten gehabt, bestimmte Krisenjahre zu überleben. Dann, nach langem Aufschwung, wird 1857 die Londoner Börse von einer Krise erfasst. Von New York ausgehend stürzen die Aktienkurse. Firmen gehen pleite, entlassen ihre Arbeiter. Auch Engels Anteile sind nur noch die Hälfte wert. Doch die Freunde frohlocken. Endlich ist sie da. Die Epidemie der Überproduktion. Nun, so erwarten sie, wird sich programmgemäß das Proletariat erheben. Jedes Mal, wenn eine Krise am Horizont sich abzeichnete, war Marx in völlig euphorischer Stimmung und dachte, jetzt beginnt eine neue europäische Revolution, wieder wie 48. Die Krise bringt die Gesellschaft wieder in den Ausnahmezustand, aus dem heraus Revolutionen entstehen. Doch die Krise verstreicht. Der Klassenkampf fällt aus. Gleichwohl zeigt Marx keine Scheu vor dem Tempel des Geldes. Der kritische Kenner des Kapitalismus spekuliert nämlich selbst mit amerikanischen und britischen Wertpapieren. Und das zahlt sich für ihn aus. 70, 80, 90, 400 Pound and 40 pence. Man darf schon etwas riskieren, um seinen Freunden das Geld abzunehmen, schreibt Marx. Nicht Aktiengewinne, sondern Erbschaften und Engelsspenden erlauben der Familie, in ein ansehnliches Reihenhäuschen umzuziehen. Dort leistet Marx sich einen durchaus bürgerlichen Lebensstil. Privatsekretär und Klavierstunden der Töchter inklusive. Marx lebte von Anfang an immer auf großem Fuß. Also das darüber beschwert sich bereits sein Vater, als er Student ist. Und das ist auch im englischen Exil so. Also eine persönliche Feindschaft gegenüber der Bourgeoisie hatte er nicht. Am wohlsten fühlt der Denker sich an seinem Hauptaufenthaltsort. In der britischen Nationalbibliothek, der damals bedeutendsten Büchersammlung, wühlt er sich durch das Wissen der Welt. Marx konnte ins britische Museum gehen, er hatte dort einen Arbeitsplatz, den er sozusagen permanent belegte. Und sobald ihm irgendetwas Neues unter die Augen kam, musste er das zunächst mal zur Kenntnis nehmen. Und so haben sich die Arbeiten manchmal jahrelang hingezogen, bevor sie zum Abschluss kamen. Also Marx hatte durchaus zwangsneurotische Züge. Wenn er sich einmal nicht in Privatfäden mit Andersdenkenden verzettelt, verziert der Autor sich in seinem Lebenswerk und vergisst die Welt um sich herum. Marx hat sich vorgenommen, die komplexen weltweiten Zusammenhänge von Kapital und Arbeit zu ergründen. Keine Streitschrift, wie er betont, sondern ein Triumph der deutschen Wissenschaft. Ein Polizeispitzel beschreibt pikiert seinen Lebensstil. Er führt ein wahres Zigeunerleben.
Sehr oft bleibt er ganze Nächte auf, dann legt er sich mittags angekleidet aufs Kanapee, unbekümmert um die ganze Welt, die bei ihm frei aus- und eingeht. 1867, nach mehr als 15 quälerischen Jahren, ist das Manuskript endlich druckreif. Von einer geplanten Reihe wird nur der erste Band zu Lebzeiten erscheinen. Das Kapital. Für Kommunisten weltweit eine Bibel. Das Buch wirft einen radikalen neuen Blick auf das Geld und die Welt. Wahren Charakter der Arbeit ist einer der zentralen Begriffe, die wir mit Marx verbinden, die auf einen Punkt gebracht besagt, dass der Mensch vor allem etwas hat, was er anbieten kann. Das ist seine Arbeitskraft. Die muss er verkaufen, um zu überleben. Und derjenige, der diese Arbeitskraft kauft, hat in der Regel mehr davon, als der, der sie verkauft. Marx beschreibt eine Welt, in der alles zur Ware wird. Er sieht auch voraus, wie sehr Maschinen Menschen einst ersetzen werden. Bald wird manche Prophezeiung Wirklichkeit. Aus dem neuen Heer der Fabrikarbeiter erwächst eine politische Bewegung. Auch im Deutschen Kaiserreich. Reichskanzler Bismarck bekämpft die Sozialisten, die noch für Jahrzehnte als vaterlandslose Gesellen verfemt sind. Gleichzeitig sollen seine Sozialgesetze die Not lindern und die Arbeiter mit dem Staat versöhnen. Marx hat die Lernfähigkeit des Kapitalismus unterschätzt. Statt zu verelenden, geht es den Arbeitern stetig besser. Statt in den Aufstand ziehen die Sozialdemokraten ins deutsche Parlament. Ihr theoretisches Rüstzeug aber haben sie von Marx. Was aus seinen Ideen wird, darauf hat der Vordenker keinen Einfluss mehr. Marx Wirken als Mitbegründer der sogenannten Internationalen, einem Netzwerk von Arbeiterbünden, bleibt sein letzter Ausflug in die praktische Politik. An seinem Lebensabend zieht sich der Denker zurück, veröffentlicht keine Zeile mehr. Dafür betreibt er Studien in allen Sparten der Wissenschaft, lernt neue Sprachen. Einer der letzten großen Universalgelehrten. Als Folge seines aufreibenden Lebenswandels wird Marx von allerlei Leiden gequält. Zu seinem großen Kummer erkrankt auch seine Frau Jenny an Krebs. Tochter Eleanor schildert später den letzten gemeinsamen Tag. Nie werde ich vergessen, als er sich stark genug fühlte, in Mütterchens Stube zu gehen. Sie waren zusammen wieder jung und nicht ein von Krankheit zerrütteter alter Mann und eine sterbende alte Frau, die voneinander Abschied nehmen. Marx hat ja bei aller Liebe nicht gespart gegenüber Engels mit zynischen Bemerkungen über Familienleben und Ehe. Aber als es dann tatsächlich so war, dass er keine Frau mehr hatte, da war er ein gebrochener Mann und hat immer wieder gesagt, dass ihm das Beste aus seinem Leben genommen worden sei. Ende 1881 stirbt die Frau seines Lebens, Anfang 83 auch ihre älteste Tochter. Zwei Monate später folgt ihnen Karl Marx in den Tod. In diesem Sessel, wie so oft, am Schreibtisch. An seinem Grab auf dem Londoner Highgate-Friedhof finden sich ganze 11 Trauergäste ein. Sein Name wird durch die Jahrhunderte fortleben und so auch sein Werk. Ruft Friedrich Engels dem Freund zum Abschied nach. Und sollte damit recht behalten. Lange nach dem Tod des Urhebers geht die Saat seiner Worte auf. Dort, wo Marx es am wenigsten erwartet hat.
Im russischen Agrarland errichtet sein Bewunderer Lenin 1917 eine Diktatur des Proletariats. Entlehnt von Marx, dessen Schriften er nur zum geringsten Teil kennt. Fragmente der Theorie werden zum Gütesiegel für eine Gewaltherrschaft, wie Marx sie niemals gebilligt hätte. Auch Nachfolger Stalin, der menschenverachtende Tyrann, versteht sich als Erbe von Marx. Nach Maos Machtantritt in China wird die Hälfte der Menschheit von Regimen regiert, die sich auf den deutschen Denker berufen. Doch der hat einmal listig vorgebeugt. Ich kann nur eins sagen. Ich bin kein Marxist. Marx ist eine Figur der europäischen Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts. Der sowjetische und auch der chinesische Kommunismus sind Produkte der großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Und wenn Sie das Etikett Marx nicht gefunden hätten, dann hätten Sie wahrscheinlich ein anderes Etikett gefunden. Am Ende scheitert das monströse Experiment, das gleichwohl seinen Namen trägt. Ist mit dem Fall von Mauern und Ideologien auch der Vordenker erledigt? Es gibt Aspekte, die in eine undemokratische Richtung verweisen bei Marx. Was aber nicht heißt, dass nicht bestimmte Fragen, die Marx gestellt hat, uns heute nach wie vor beschäftigen. Und das ist in erster Linie die Frage nach der Instabilität unseres Wirtschaftssystems. Diese Frage hat ihn umgetrieben und sie treibt uns heute immer noch um. Vieles, was Marx analysiert hat, klingt aktueller denn je. Jeder Aktienschwindler weiß, dass das Unwetter einmal einschlagen muss. Aber jeder hofft, dass es das Haupt seines Nächsten trifft. Nach uns die Sintflut ist der Wahlspruch jedes Kapitalisten. Marx hat keine Antworten auf unsere Krise, aber er zeigt uns, dass es Sinn macht, uns mit unseren Problemen, mit unserer Krise fundamental auseinanderzusetzen. Und Marx zeigt, wie man sowas macht. Marx ist die Methode, nicht die Antwort. Und wie es aussieht, wird Karl Marx uns weiterhin erhalten bleiben. Als Welterklärer und als Schreckgespenst. Das Buch und die DVD-Box